Rette mich. Downy ist ein Schimpfwort. Und ausschlafen. Ja, wie siehst du das eigentlich so? Blöde Frage. Ja, es gibt halt so ein Vorurteil, dass wir nicht lesen und nicht schreiben können, aber das stimmt nicht. Was jetzt wieder bei dich weiter? Oh. Was ist das Down-Syndrom? Wir haben das 21. Chromosom dreifach in uns. Wir denken das langsamer und das ist das, was mit dem Down-Syndrom zusammenhängt. Ja, unsere Augen sehen sehr gut aus, so. Wir haben Mandelaugen. Ich auch. Ich kann alles. Ganz starker Mann, ich kann Kufu. Wir sind auch ganz normale Menschen, wir haben auch Gefühle und haben auch ein Herz. Das Down-Syndrom ist für mich einfach ein Schlüssel in der Gesellschaft, dass man einfach damit auch viele Sachen, schöne Sachen machen kann. Cool. Können wir uns verlieben? Ja. Wir sind ja auch hübsche Mädels. Ich kenne mich jedenfalls schon. Ja, wir können uns verlieben. Marie hatte mal einen Freund. Ich hatte auch mal einen Freund. Darf ich nicht sagen? Ich habe auch einen Freund. Ich auch. Ich habe eine Verlobte. Wir haben eine gute Meinung. Ich will eben meine Schwester verlieben. Ich will eben meine Eltern verlieben. Verlieben nur meine Best Friends. Die Frage ist gut, aber auch sehr schnell beantwortet. Wie steht ihr zu das Thema Abtreibung und Frühdiagnostik? Weil ich mit Ahnung. Ich glaube, dass man nicht abtreiben. Ja, sicher muss man nichts abtreiben. Wir sind hier ein lebenswertes Thema hier. Also ich bin ja adoptiert. Ich heiße ja nicht, dass ich abgetrieben wurde. Also meine Eltern, also meine leiblichen Eltern waren knapp davor. Und dann kamen irgendwann meine richtigen Eltern, meine Mutter Martina, mein Vater Helmut und meine Schwester natürlich, die hat das Gleiche wie ich erlebt. Ich war wirklich das vierte Kind, hatte so viele Geschwister gehabt. Dann sagen die Ärzte oder der Arzt, hey, das Kind hat das Down-Syndrom. Dann wird Panik ausgeschoben von den Eltern. Ich wurde leider abgegeben, weil ich das Down-Syndrom hatte. Meine Eltern wollten mich nicht, weil ich es sehr schade finde. Für mich sind Down-Syndrom Kinder auch ganz normal. Der Nächste. Das ist eine sehr gute Frage. Könnt ihr alleine wohnen? Ja, verständlich. Ich weiter überlegen und noch eine alleine Wohnung, ein WG sehen. Ich wohne fast 9 oder 8 Jahre in einer Wohnung. Selbstständig auch. Die Marie wohnt ja schon alleine, also ja. Geht jemand dazu. Ich lebe auch selbstständig in einer WG und es läuft auch super. Selber kochen und selber Fächen wachsen, bügeln. Ich habe eher Angst, alleine zu wohnen, weil ich bin ein Mensch, brauche viel mehr Körpernähe, Zuneigung. Immer wenn ich nach Hause komme, sage ich immer, Papa, Mama, Zuneigung. Ich kann auch alleine, auch WG. Umsehen oder alleine. Ich habe immer noch nie einen Ort gehabt, wo ich dann einfach mal für mich alleine sein kann oder für mich einfach mal meine Dinge so regeln möchte, wie ich das will. Meine Eltern oder meine Schwester, die, ja doch, die helfen mir, aber auch manchmal so eine Hilfe, die aber auch richtig anstrengend ist. So, zunächst. Wie findet ihr es, Downies genannt zu werden? Ja, oh Gott, ja. Downies. Ja, also für mich ist das ein No-Go. Downy ist ein Schimpfwort. Ja, richtig. Das I, was dahinter steckt, das ist klein. Da wird man klein gedrückt. Das ist vor allem auch kindisch. Weil nicht, dass wir wie Kinder behandelt werden. Ja. Fertig. Wollten die Welt draußen immer sagen? Ja, schon. Ja, ich glaube ja, weil wir auch was Gutes an unserer Seite habe. Ja, genau, richtig. Ich habe auch was zu sagen, ja. Also ich würde mich schon freuen, wenn ihr auf uns zukommt und mal uns anspricht, einfach Mut zu haben. Das Down-Syndrom ist auch keine Krankheit. Weil das, wir haben das, aber das ist ganz normal. Es wäre schön, dass wenn ihr Leute nicht einfach so abtreibt und erstmal vorher wirklich nachdenkt, ob das das Richtige ist, was ihr da tut. Wir sind hier auf der Welt und wir sind halt da.
wir leben mit Down-Syndrom und ihr nicht, aber wir sind in eine Haut. Das Letzte. Nope.